Als Schweizer E-Bike-Pionier entwickeln wir bei Flyer eigene Antriebssysteme. Wir nennen es FIT. Flyer Intelligent Technology. FIT vernetzt die besten Fahrradkomponenten und optimiert deren Zusammenspiel. E-Bikes mit FIT überzeugen durch höchsten Fahr- und Bedienkomfort. In diesem Video erklären wir Ihnen die Bedienung eines Flyer E-Bike mit FIT. Zum Ein- und Ausschalten des E-Bikes drücken Sie die Taste in der Mitte des FIT-Displays für mindestens eine Sekunde. Warten Sie kurz, bis das System hochgefahren ist und das Flyer-Logo verschwindet. Die Bedienung erfolgt über die FIT Remote. Sie können diese bequem auch während der Fahrt mit dem Daumen bedienen. Mit den großen Tasten wählen Sie die gewünschte Unterstützungsstufe. Es stehen 5 Modi zur Auswahl: Off, Eco, Standard, Auto und High. Die stärkste Unterstützungsstufe High unterstützt Sie um bis zu 300%. Auf dem Display wird die gewählte Unterstützungsstufe gut sichtbar angezeigt. In der Unterstützungsstufe Auto wird die Unterstützungsleistung abhängig von Ihrer eigenen Tretleistung variiert. Wenn Sie stärker in die Pedale treten, unterstützt auch der Motor stärker. Das kompakte FIT D0 Display ist der Bordcomputer und zeigt alle wichtigen Fahrinformationen an. Dargestellt werden die Informationen auf verschiedenen Displayansichten. Durch Drücken der Mode-Taste können Sie zwischen den einzelnen Ansichten wechseln. Es stehen Ihnen 4 Displayansichten zur Verfügung. Auf allen Anzeigen wird die Uhrzeit, die aktuelle Geschwindigkeit und die gewählte Unterstützungsstufe angezeigt. Drive ist die Standardansicht und zeigt zusätzlich den Akkuladestand und die Restreichweite. Trip zeigt Informationen zur aktuellen Tour wie Wegstrecke und Fahrzeit. Sie können diese Werte im Einstellungsmenü zurücksetzen. Im Menü Speed finden Sie die Durchschnittsgeschwindigkeit und die Maximalgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen der Werte. Data zeigt die aktuelle Trittfrequenz und Gesamtkilometerstand des E-Bikes. Das Einstellungsmenü wird aufgerufen, indem Sie die Mode-Taste für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Aus Sicherheitsgründen kann das Einstellungsmenü nur im Stillstand aufgerufen werden. Mit Ausnahme der E-Mountainbikes ist bei allen Flyer E-Bikes das Licht standardmäßig eingeschaltet. Durch langes Drücken der Lichttaste wird das Licht ausgeschaltet. Flyer E-Bikes mit FIT verfügen über eine eingebaute Schiebehilfe zum bequemen Schieben des E-Bikes. Um diese zu aktivieren, drücken Sie mehrmals die große Minustaste, bis das Symbol für die Schiebehilfe erscheint. Nun können Sie durch Gedrückthalten der Minustaste die Schiebehilfe zuschalten. Wir wünschen Ihnen viel Freude und schöne Ausfahrten mit Ihrem Flyer E-Bike mit FIT.